Nach der Bergwertung nur noch 16 Kilometer ins Etappenziel. Und die Vorentscheidung sicher schon in diesen steilen Kehren. Hier haben wir gleich die erste. Die wartet auf die Spitzengruppe. Neue Vier-Mann-Spitze, während dahinter die restlichen Fahrer zurückfallen und das Feld heranbraust. Hier ist er, der Spanier, der Mann in Rot, Gretsch, der Mann in Gelb, Weiß, davor Brändle und Sinkewitz, da vorne sehen wir schon den Bogen der Bergwertung. Bergwertung der Kategorie 3, die ersten drei bekommen Punkte und den Fünfer holt sich ab, die fünf Punkte ganz klar, Sinkewitz vor Brändle und Gretsch. Ja, und jetzt beginnt es jetzt nach Heiligenblut einmal ein sehr ruppiger Anstieg. Da sehen wir schon diese Serpentine eng herauf. Auch Stijn de Volder links schiebt sich nach vor die Mannschaft von Sky, die natürlich für Augustin fährt, den starken Bergfahrer, den führenden Inter unter 25 Wertung. Noch einmal die Bergwertung in Heiligenblut. Wobei hier wurde nicht gesprintet, weil Sinkewitz mit den Bergpunkten nicht wirklich viel anfängt. Dazu ist er zu weit hinten, sondern einfach sein Tempo fährt, verlängert hat. Und vielleicht im Gegensatz zum Kitzbüheler Horn ist hier diese Bergankunft etwas flacher oder sagen wir wesentlich flacher, nicht so unrhythmisch wie das Kitzbüheler Horn. Man kann hier phasenweise wirklich einen schönen Rhythmus finden, auch wenn hin und wieder auch dann die Steigung sich verändert, aber doch rhythmischer zu fahren. Ja, der Rest der Spitzengruppe, angeführt von Kiula mit Sokol, Benezeder, Schröder und auch Irisar. Ja, Kiula, der Teamkollege von Brändle, hat natürlich wirklich beste, vollste Arbeit geleistet. Ja, da wird untereinander schon diskutiert. Hier Denifel im Gespräch mit dem Keramikerfahrer. Ja, nicht einverstanden gewesen vielleicht mit der Aufteilung im Feld. Schauen wir uns einmal den Rückstand an. Ja, wir sind schon weit zurückgefallen. Ja, aber da braucht er sich. Stefan braucht sich von niemandem was gefallen lassen. Also er hat bewiesen, dass er wirklich zur Spitze gehört und dass er einer der Fahrer der Zukunft sein wird. Und er braucht sich da jetzt von Italienern gar nicht einschüchtern lassen. Er soll sein Rennen fahren und soll ihnen zeigen, einfach wo der Bartel den Most herholt. Das ist Robert Dürauer hier vom Team Tirol. Norbert Dürauer, pardon, Nummer 172 am Ende. Er hat schon 15 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung. Jetzt wird natürlich hinten das Feld auseinanderreißen, jetzt wird sich Gruppen bilden. Die Hinteren werden einfach versuchen, ihr Tempo hinaufzufahren, in der Karenzzeit zu bleiben. Und vorne wird natürlich dann das Rennen forciert. Karenzzeit, ein Wort noch dazu, also die Zeit, die man sich noch erlauben darf an Rückstand, um nicht aus der Wertung genommen zu werden. Heute 15% der Zeit des Etappensiegers. Das darf man sich also noch erlauben, wenn man langsamer ist, zu viel Rückstand hat im Ziel, dann darf man morgen nicht mehr hier an den Start gehen. Die Vier-Mann-Spitze mit Sinkewitz weiter vorne, der einen starken Eindruck macht. Und Sieberg Ende des Feldes. Marcel Sieberg muss jetzt wahrscheinlich auch bald reißen lassen. Ja, die Hinteren wissen natürlich, das ist heute nicht ihr Tag, nicht der Tag, wo sie punkten können. Es kommen aber noch einige Tage für die Roller, speziell auch die lange Etappe morgen. Von Bleiburg nach Laxenburg. Nach Deutschlandsberg. Ja. Nach Laxenburg fahren wir dann am Freitag, auch eine sehr lange Etappe für die Sprinter. Am Samstag dann das Zeitfahren in Podersdorf und am Sonntag dann, ja, ich sage mal, die Tour d'Honneur von Podersdorf nach Wien mit den Ringrunden. Aber es gibt natürlich sehr viele Fahrer, die wissen, sie haben gar keine Chance von den Voraussetzungen her, von den körperlichen Voraussetzungen, die schonen sich heute, schonen unter Anführungszeichen und versuchen natürlich morgen dann wirklich anzugreifen. Irisar, der Spanier, kann das Tempo nicht mehr halten und wir haben drei Mann jetzt an der Spitze. Brändle, Sinkewitz und auch Gretsch. Was natürlich momentan sehr gut ist, dass Sinkewitz hier auch für Brändle das Tempo macht. Er kann sich immer wieder ein bisschen anhängen. Müsste jetzt Brändle auf sich alleine gestellt hier hochfahren, dann würde natürlich wesentlich mehr Kraft verschleißen. Dennoch, hier in dieser Steigung spielt der Wind doch noch eine gewisse Rolle. Bandiera, der Italiener vom Katjuscha-Team, auch er kann hier am Ende des Feldes nicht mehr mithalten. Das ist ja mal die erste Aufteilung und
Am Schlussanstieg auf den letzten 3 Kilometern wird sich dann sicher auch noch einiges aufteilen. Denifl macht noch einen starken Eindruck, da immer mit dabei. Hält er das Hinterrad der Keramikertruppe im Hauptfeld? Wahrscheinlich jetzt auch die Chance, die allerletzte Chance, noch hier Verpflegung aufzunehmen. Knappe Minute also für die herausgefallenen Fahrer aus der Spitzengruppe. 3 Mann vorne und dahinter dann mit doch noch immer 1:20 das Feld. Matthias Sidmer hat leichte Probleme, hier das Hinterrad von Sinkewitz zu halten. Also ich hoffe, dass er da jetzt dran bleibt, weil nach diesem Anstieg wird es einmal kurz flacher, dann kurze Abfahrt und dann geht so hier der letzte Anstieg herauf zu Kaiser Franz Josefs Höhe. Also da ist jetzt wichtig, an Sinkewitz dranbleiben. Ja, Kretsch hat jetzt auch leichte Probleme. Er wird auch nicht mehr ganz so rund im Tritt. Patrick Kretsch, der natürlich für Greipel dann auch vorgeschickt wurde. Wendle auch mit dem Blick schon nach unten. Herrlich, der Blick ins Mölltal, aber für den haben die Fahrer jetzt keine Zeit. Auch Kretsch, ein guter Zeitfahrer, man sieht es natürlich auch seiner Figur, ein großer, starker, große Hebelwirkung des Oberschenkels, war Zweiter der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Auch André Greipel, natürlich kann er jetzt hier nicht mehr mithalten mit den Klettergemsen hier nach Heiligenblut. Er wird es auch gar nicht versuchen, da er versucht einfach jetzt schonend, so weit wie möglich schonend den Glockner hinaufzufahren. Denn für ihn kommen natürlich noch wichtige Etappen, wo natürlich auch die Bergfahrer dann weniger mitzureden haben. Aber schön langsam müssen sich hinten hier die starken Bergfahrer einig sein, um mal jetzt wirklich nach vorzukommen. Nicht allzu weit ins Etappenziel. Ja gut, die Minute ist jetzt nicht extrem viel. Also die werden jetzt hinten schon wirklich mächtig aufs Tempo drücken. Jetzt werden wir schauen, wie die drei gemeinsam so den ersten Anstieg bewältigen. Gusev sehr aktiv, der jetzt hinten ein bisschen die Initiative übernimmt. Das Gletschereis schon immer mehr in Grau gehüllt, also das Wetter zieht ein bisschen zu unten. Wir sehen es auch hier an den Bändern des Zieltransparenz. Starker Wind, hoffentlich nicht wieder ein bisschen Wetterchaos, wie wir es ja schon in Kundl gehabt haben bei der Etappe auf Skitzbühlerhahn. Gletscherzungen warten und unten hängt die Zunge schon raus bei vielen Fahrern. Ja, da vor 3 Jahren, wie am Glockner, damals aufgrund der schlechten Witterung des Schneefalls hier Fuschertörl abgebrochen wurde. Die Etappe hätte damals nach Bregraten gehen sollen und man hat sich dann seitens der Organisation entschlossen. Ja, und da hat er jetzt, Entschuldigung, Gerd, wenn ich unterbreche, aber Gusev hat attackiert und das ist natürlich wichtig jetzt für die Gesamtwertung. Der Mann, der auf Platz 8 liegt mit 2 Minuten 47 Rückstand, der da mit dem Tempo nicht zufrieden ist im Hauptfeld, der will da ran. Ja, wird jetzt einmal interessant, wie Ricardo Rico hinten reagieren wird, wie weit er ihn ziehen lässt. Aber ich glaube, er wird jetzt einmal sich auf mehr auf seine Teamkollegen verlassen, die jetzt einmal vorne Tempo machen. Und da geht jetzt im Moment einmal niemand nach. Auch Ricardo Rico sehen wir, Stijn de Vol da hinten, die noch abwarten. Auch mit der Mannschaftshilfe noch nicht versuchen nachzugehen. Ja, da könnte auch sein, dass hinten jetzt taktiert wird. Da sagt Ricardo Rico, okay, Rusev ist für mich noch nicht so gefährlich. Fahrt einmal ihr für dessen Platzierungen jetzt vielleicht, deren Plätze jetzt verloren gehen. Ja, und er zieht dann seinen Teamkollegen richtig vorbei. An Laszlo Bodrogi, der jetzt versuchen muss, da möglichst wenig Rückstand aufzureißen. Guter Zeitfahrer, aber natürlich in den Bergen nicht so zu Hause. Spitze unterwegs auf 1500 Meter Seehöhe. Wir werden dann auf den letzten Kehren über 2200 Meter Seehöhe klettern. Und auch immer Sinkewitz, der vorne auch am kraftvollsten wirkt. Wir müssten jetzt relativ bald das Flachstück erreichen, aber der Matthias, er tut sich schon schwer. Und Kretsch, Matthias, Kretsch. Und da ist schon das Hauptfeld unten zu erkennen. Ja. Das sind ja diese steilen Rampen. Wobei natürlich, es schaut jetzt schon ein bisschen anders aus als noch in der Ebene. Da ist diese Distanz dann vielleicht 15, 20 Sekunden. Und da jetzt rauf wird es immer noch ca. 45 Sekunden sein.
Aber es warten noch schwierige Kehren, auch jetzt unten noch vor der Abzweigung dann auf die letzte Straße zum Glocknerhaus und dann die letzten 8 Kilometer bis ins Ziel. Ja, die Gruppe Hauptfeld hat sich jetzt sehr stark dezimiert. Aber es sind alle Favoriten, glaube ich, noch dabei. Wir sehen Rico in Gelb, wir haben auch Stijn de Volder gesehen. Cervelo macht momentan Tempo. Vorne reißt auch Gretsch ab jetzt und auch schon deutlicher Vorsprung für Sinkiewicz vorne. Ja, der Brändle, da müsste jetzt noch dranbleiben beim Sinkiewicz, weil es wird dann ein Stück flacher. Ja, alle Favoriten mit dabei. Einige Regentropfen hier schon heroben, jetzt auch im Etappenziel, die vom Himmel kommen. Und Brändle versucht alles, um da wieder ranzukommen an Sinkiewicz. Wenn man sich vielleicht an die Bilder in den Vorjahren erinnert, wo wir von der Salzburger Seite den Glocken in Angriff genommen haben, dann waren die Gruppe Hauptfeld oder Verfolgergruppe meistens noch ein wenig größer. Man merkt natürlich auch jetzt, dass sich unter den Fahrern die Anstrengung der letzten beiden Tage, die ja wirklich sehr, sehr schwierig waren mit dem Kitzbüheler Horn und der gestrigen Etappe über die Pustertaler Hochalpenstraße, dass sich diese Anstrengungen schon bemerkbar machen. Und die Volder probiert es jetzt. Der in den letzten beiden Tagen nicht das gezeigt hat, was er eigentlich angekündigt hatte. De Volder dahinter, aber sofort Rico, jetzt schon an vierter Stelle eingereiht. Wir schauen natürlich auch, wo ist Stefan Denifl? Im Moment nicht vorne mit dabei, ein bisschen weiter zurückgefallen. Ja. Aber hinten noch dabei, sehr kontrollierend. Ja, interessant, auch länger zu sehen, wie so sein Tritt ist, ob der Tritt noch rund ist. Stijn de Volder hat jetzt einmal angezeigt, wer hier jetzt einmal da den Ton angibt und Denifl wirkt da jetzt noch relativ frisch. Jetzt hat er rechts herausgeschaut, was man nicht von Matthias Brändle sagen kann. Ja, der Matthias, er kämpft, dass er da an Sinkiewicz dranbleibt. Aber wirklich, große Hochachtung. Der Matthias fährt ein sehr beherztes Rennen. Probiert alles, um seine Platzierungen zu verbessern. Wir sehen auch hier im Gegensatz zum Kitzbüheler Horn natürlich die Straßen sehr breit. Schöner Asphalt. Ideal hier für ein großes Finale dieser Königsetappe auf den Großglockner. Denifl jetzt zu sehen, ganz rechts außen im blau-weißen Trikot. Die Camoro-Mannen, die natürlich für Seyer und Bardia jetzt die Arbeit leisten müssen in dieser Gruppe, in den schwarzen Trikots. Auch Ben Hermans, der Belgier, verliert den Anschluss, während sich Harald Dotschnik da wieder ein bisschen nach vorschieben kann. Und wir sind wieder bei der Spitze, denn Brändle hat sich wieder ein bisschen näher heranarbeiten können an Sinkiewicz. Patrick Sinkiewicz, der ja nicht mehr die Klasse hat wie in den letzten Jahren, heuer ein 5. Platz bei der Slowenien-Rundfahrt, die auch nicht gerade top besetzt war als sein bestes Ergebnis. Er versucht ihn natürlich auch mit dieser Rundfahrt ein bisschen zu rehabilitieren, zeigt natürlich auch Aktivität. Und vorne Matthias Brändle, sind wir ganz links, der jetzt Sinkiewicz sogar überholt hat. Und jetzt da alle Kräfte noch einmal mobilisieren kann. Während im Hauptfeld weiterhin noch nicht sehr viel Aktivität herrscht. Dieser Gruppe, die noch übrig geblieben ist vom Hauptfeld. Wir sehen hier noch einmal, wie Matthias Brändle an Sinkiewicz vorbeigeht. Ja, er kämpft natürlich, das sind jetzt die Momente und das ist beim Matthias extrem stark, also auch wie er jetzt körperbetont arbeitet und du merkst, er fährt einfach am Limit, er weiß, dass es, worum es geht, dass er jetzt diesen Vorsprung versucht jetzt noch zu halten und mit Sinkiewicz hat er eigentlich noch einen Partner, der auch vom Tempo her gut zu ihm passt,
der jetzt ein bisschen offensichtlich entweder Tempo rausgenommen hat, um auf ihn zu warten, oder weil er vielleicht auch zu viel Kraft verschlissen hat, aber die beiden jetzt wieder gemeinsam vereint unterwegs. Und zu zweit hast du jetzt natürlich hier auf den flacheren Stücken ein bisschen mehr Chance, den Windschatten zu geben und ja, dem hintenher eilenden Hauptfeld doch ein bisschen Parole zu bieten. Wir nähern uns dann der Abzweigung auf das letzte Straßenstück, die Panoramastraße hier zur Franz-Josefs-Höhe. Aber wir haben da unten in der Kehre, glaube ich, schon diese Gruppe heranbrausen gesehen. Das sind so in etwa 20 Mann mit dem Gelben und mit Stefan Denifel, die da hinten näher kommen. Die beiden Spitzenfahrer aus dieser 12-Mann-Gruppe noch übrig geblieben nach der Vorentscheidung in Heiligenblut. Hinten die Abgerissenen. Ja, aber sie halten den Vorsprung relativ schön. Schaut noch ganz gut aus. Ja. Also ich schätze, es wird immer noch so eine Dreiviertelminute, Minute sein. Und du siehst natürlich, dass das Tempo hinten schon enorm hoch ist, weil die Gruppe hat sich enorm dezimiert. Also es sind vielleicht noch 20, 25 Mann hinten drauf. Und die werden sich noch weiter reduzieren. Ja, man nützt natürlich jetzt sofort dieses Flachstück hier, um noch einmal zu trinken, um zu essen. Jetzt gerade bei der Mautstelle. Maut müssen die keine zahlen heute, oder? Heute nicht. Wobei die Radfahrer sowieso gratis rauffahren dürfen. Ja, Patrick Gretsch, der zurückgefallen ist, versucht auch da noch den anderen Weg zu nehmen, ein paar Meter gut zu machen. Und ist das schon Gusev, der hier nach vorgefahren ist? Das ist er. Gusev, der hier schon jetzt auch vor Patrick Gretsch liegt und der auch noch einen ordentlichen Tritt hat. Schauen Sie mal auf dem seine Beine. Ja, aber du siehst auch von der Statur. Gusev, der ist einer von diesen sogenannten Händlern. Der hat vielleicht 60, 62 Kilogramm. Und Gretsch, der wird auch so in der Kategorie wie Matthias Brändle um die 75, 77 Kilo liegen. Also da ist halt schon ein gehöriger Unterschied. Und das spürst du natürlich extrem am Berg. Auch diese große Gruppe schon bei der Mautstelle durchgefahren. Das ist Ovechkin, der hier jetzt aufgeschlossen hat. Ja, und der schraubt sich jetzt richtig ran an das Führungsduo vorne mit Sinkewitz und Brändle. Gusev liegt da dann etwas dahinter. Damit natürlich die Katjuscha-Mannschaft mit zwei starken Fahrern hier in diesem Finale sehr gut aufgestellt. Am besten aber natürlich Keramiker, denn wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat auch Rico hier noch drei Mann seines Teams mit. Ja, und auch hinten noch die Betreuerfahrzeuge, die jetzt Rico noch einmal die Flasche reichen, während sich da wieder ein Fahrer lösen konnte. Auch versucht noch ein bisschen Vorsprung herauszufahren. Wir gehen jetzt dann zur Abzweigung auf die Panoramastraße und dann gibt es noch 8,3 Kilometer. Das ist Fabio Tabore, der da versucht heranzukommen. Und Ovechkin ist schon an die beiden Spitzenfahrer gefahren. Ja, Ovechkin, 12. im Gesamt momentan, oder am Start der heutigen Etappe, vor dem Start der heutigen Etappe. Kein ungefährlicher Mann natürlich jetzt für Ricardo Rico. Jetzt wird es interessant, wie die Mannschaft und Ricardo Rico darauf reagieren wird. Ja, junger Mann, 23 Jahre junger Teamkollege von Filippo Bozzato, war ja schon 5. bei der Tour des Oman und 6. einen 6. Etappenplatz bei der Tour de Romandie, ein ganz starker Mann. Da haben wir Gusev jetzt, der dahinter liegt, der auch versuchen wird, jetzt zu seinem Teamkollegen aufzuschließen. Jetzt kommt das Rennen natürlich in eine Phase, wo es ja fast wie ein Einzelzeitfahren, wie ein Einzelbergzeitfahren aussieht, wo natürlich die Mannschaftstaktik und die Mannschaftsarbeit nicht mehr so zu tragen kommt, wo teilweise die Kapitäne auf sich alleine gestellt sind und jetzt selbst praktisch die Erdäpfel aus dem Feuer holen müssen. Ja,
Geröllhalden hier an den Hängen des Glockner Massivs. Und auf der Straße schlängelt sich die Tour hinauf auf das Dach der Österreich-Tour 2010. Vorne Bardilla, am Hinterrad Riccardo Ricco. Ja, die beiden müssen jetzt auch was machen, denn groß schon der Vorsprung der Fahrer, die sich jetzt absetzen konnten auf den letzten Metern und damit diese große Gruppe endgültig zersplittert. Und auch Stefan Denifl leider nicht mehr mit dabei, da ist er auch schon weit zurückgefallen. Bardilla, Ricco. Bardilla, ist dann nicht in dieser 6-Mann-Gruppe mit dabei, da ist er schon rausgefallen. Und da ist jetzt auch, da sind jetzt auch schon Brändle jetzt, und Sinkewitz. Jetzt haben sie ihn geschnappt. Und Rico wieder in einsamer Klasse, muss man sagen, wie er hier jetzt auf diesen letzten Metern das Rennen angelegt hat. Ja, er schaut sehr souverän aus. Bardilla und Seller, ähnliches Bild wie am Kitzbüheler Horn. Riccardo Ricco, Bardilla, Seller. Ja, und die Lokomotive zieht jetzt Ovechkin nach. Sinkewitz schwenkt jetzt aus. Das war es, glaube ich, für ihn. Ja, das war genug. Das ist gelaufen. Der hat schon am Berg zu viel geleistet. Die Fluchtgruppe ist gelaufen. Matthias Brändle, er wird natürlich versuchen, jetzt mit aller Kraft, die ihm noch zur Verfügung steht, hier dran zu bleiben. Aber ich glaube, dass das Tempo für ihn zu hoch ist. Er wird jetzt einfach sein Tempo fahren müssen, seinen Rhythmus suchen. Da kann er leider nicht mehr mithalten. Das ist er, der jetzt alleine in Führung liegende Ovechkin. Auf der Verfolgung aber diese Gruppe und da kann Stijn de Volder jetzt auch den Anschluss nicht mehr halten und auch leider Matthias Brändle, wie wir vorne sehen. Und die Frage natürlich, Ovechkin, war das nur eine kurze Explosion, aber der muss sich gut fühlen, wenn er sich das traut, hier schon auf diesem Anstieg so jetzt zu attackieren, so rauszufahren. Ja, ist eigentlich nie so richtig noch in Erscheinung getreten. Das war's nach der langen Solofahrt schon in der 12-Mann-Spitze für Sinkewitz. Stijn de Volder kämpft sich da an das Hinterrad von Matthias Brändle und vorne ganz vorne sehen Sie Rico, den Mann in Gelb. Ja, Stijn de Volder hat wahrscheinlich am Anfang zu zeitig begonnen, hat den Anstieg ein bisschen unterschätzt. Ja, nach Heiligenblut, da war er sehr aktiv. Weil sonst würde er nicht so Tempo machen und dann einfach, dann einfach reißen lassen müssen. Und da vorne haben wir schon Ovechkin, also im Moment an 7. Stelle, Matthias Brändle zurückgefallen. Aber diese Gruppe schraubt sich jetzt schnell heran und dann gibt es die nächste Patzstellung, bevor es dann raufgeht zur Panoramastraße auf die Franz-Josef-Höhe. Wobei die drei sind Seher Bardilla, die Hornpartie, sage ich jetzt einmal ganz einfach. Das waren die drei Männer, die Geschichte am Kitzbüheler Horn schon geschrieben haben, um die jetzt auch Ovechkin hier einholen. Naja, hat den Anstieg ein bisschen unterschätzt, hat es probiert, hat gefordert, hat seine Konkurrenten herausgefordert, aber konnte es leider nicht durchziehen. Wäre für mich interessant gewesen, wie es dann wirklich hinten reagiert hätten. Und ja, die ziehen jetzt einmal vorbei. Also jetzt haben wir wirklich eine neue Situation im Rennen. Und auch die Vorentscheidung, vermutlich auch in der Gesamtwertung, wenn es ums gelbe Trikot geht. Und da muss jetzt einer von den drei eigentlich noch was versuchen. Eine Minute liegt ja zwischen Rico, Bardilla und Seller in der Gesamtwertung. Vielleicht kann ja von hinten auch noch jemand nach vorkommen, obwohl die Herren schauen ein bisschen müde ausschauen. Auch Stijn de Volder kämpft. Und wir hoffen natürlich auf Matthias Brändle, der im Moment an 7., 8. Position fährt. Ja, du auf so einem Berg, da gibst du natürlich dann alles. Du weißt, Bergankunft, jede Sekunde, die du da rausschinden kannst, kann dir zum Toursieg helfen oder zu einer guten Platzierung helfen oder natürlich auch Vereitung. Also die Sekunden, die du hier verschenkst und die Burschen fahren am Limit. Wobei, ja, hier die Volder in der Großaufnahme, Brändle, ca. 30, 50 Meter da hinten, er kämpft natürlich. Und was mir ganz, ganz leid tut, dass Stefan Denifl momentan den Anschluss nach vorne verloren hat. Der ist draußen und wird da vermutlich nicht mehr mitreden können, auch in der Etappenentscheidung. Zu groß schon der Rückstand. 4-Mann-Spitze jetzt mit Rico, Seller und Bardilla drücken aufs Tempo. Ovechkin am Hinterrad. Gruppe
Gruppe der weiter zurückgefallenen Fahrern. Mit Bossoni, ebenfalls ein Mann, den wir in der Gesamtwertung im Auge behalten müssen. Er liegt derzeit auf Platz 4, auch mit 1,53 Rückstand. Versucht sich da an diese Gruppe heranzuschrauben. Kurze Abfahrt noch in der Kurve und dann geht es noch einmal bergauf und dann schon zum Kreisverkehr auf die Panoramastraße. Ja, der letzte Anstieg dann nach dieser Abfahrt, der hat es auch noch mal in sich. Vor allem diese Abfahrt hier unterbricht total den Rhythmus. Und das sind die Verfolger jetzt dieser neuen Spitzengruppe. 10 Kilometer noch bis ins Ziel. Bei den Temperaturen, wie sie heute herrschen, kühlt natürlich auch die Muskulatur doch ein wenig aus bei so einer Abfahrt. Tempo 60, ja. Unterbricht den Rhythmus, jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Und wir sind wieder bei der Spitzengruppe mit Rico. Ja, Rico fährt hier ein sehr kluges Rennen, schont sich hier, lässt seine Konkurrenten vorne die Arbeit verrichten. Er hat momentan überhaupt kein Interesse, momentan zu attackieren. Er hat eine Minute Vorsprung. Und wir haben hier Machado am Beginn dieser Verfolgergruppe, der natürlich auch kämpft um seinen fünften Platz in der Gesamtwertung. Das heißt, wir haben die Top 5 der Gesamtwertung jetzt alle hier in diesen ersten beiden Gruppen unterteilt. Ja, Tempo mit seinem italienischen Landsmann Maurice Bossoni. Dahinter Denifl am Hinterrad von Stijn de Volder und auch Matthias Brendel jetzt in dieser Gruppe. Also die beiden Österreicher jetzt gemeinsam hier. Und sich noch einmal heranschrauben hier. Abstand noch nicht allzu groß. Ja, hat jetzt hier angezeigt, dass er eine Verkehrsinsel geben wird. Jetzt geht es noch ein bisschen flach dahin, leichte Abfahrt flach dahin und dann drei Teufelskehren dann noch zu am Ende der Etappe und dann ein tückischer Zieleinlauf, der dann aber eher wieder flach verläuft. Aber es sind ja nicht nur die Kehren, die es teuflisch machen, sondern auch die Straßenstücke dazwischen. Ein tolles Teilstück hier, das können wir jetzt schon sagen. Ganz eigenartige und auch spannende Charakteristik. Toll für dieses Finale. Die Spitze mit Padilla, der Tempo macht. Sella jetzt wieder einmal die Spitze überlässt, dahinter Rico und Ovechkin. Wo ist die Verfolgergruppe? Mit Machado, Bossoni und die dritte Gruppe. Und Gott sei Dank, müssen wir jetzt sagen, aus rot-weiß-roster Sicht hat es da Stefan Denifl wieder geschafft hinein. Und hoffentlich kann Matthias Brendle auch hier mit dabei bleiben in dieser Gruppe mit Stijn de Volder im Trikot des belgischen Meisters. Ja, Matthias Brendle, Zinkewitz, da vorne mit der gelben Nummer, Augustin, die gelbe Nummer ist der Führende in der U25-Wertung. Und wir sind wieder bei der Spitze. Ovechkin hält noch gut mit. Ja, hat sich gut erfangen. Ich habe zuerst gedacht, ja, der ein bisschen böse ausgeschaut. Den werden es durchreichen. Ihm ist wahrscheinlich momentan auch die Abfahrt und dieses Flachstück entgegengekommen, dass er gerade in dem Moment, wo es flacher wurde, eingeholt wurde. Jetzt hat er natürlich ein bisschen Zeit gehabt, sich am Hinterrad zu erholen. Weil so wie diese Dreiergruppe ihn eingeholt hat, hat es wirklich kurzfristig ausgeschaut. Er wird durchgereicht. Ja, und Ricardo Rico, bei ihm sieht es natürlich aus, als würde er da mühelos mithalten können. Und in dem Mann, so wie er jetzt da arbeiten lässt, für sich arbeiten lässt, wird er zum Schluss sicher noch mal attackieren. Er hat auch im Interview gesagt, er möchte so viel Zeit wie möglich auch für das Zeitfahren herausholen. Ja, die Frage hier, lässt er hier jetzt Padilla und Sella nur quasi die Kraft ausgehen? Naja, die beiden haben das Interesse, sich jetzt nach hinten ein bisschen abzusichern. Sie wissen beide, sie sind nicht die stärksten Zeitfahrer und versuchen natürlich auch jetzt, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und das Gleiche möchte natürlich dann, ich nehme es an, auch die Schlange
Ricardo Rico, die Schlange, wie sie genannt wird, die Cobra, möchte natürlich auch seine Zeit verbessern auch. Die Gruppe mit Brändle und Deni Flister ist da schon jetzt nahe herangekommen an diese erste Verfolgergruppe. Und wir sind wieder bei der Spitze. Padilla macht das Tempo vor Sella und Rico. Wir sehen schon, wir haben über seine Statur gesprochen. Jetzt schön, wie er hier wirklich auch seine Statur ausspielen kann. Geboren für den Berg. Und die Gruppe mit Brändle dahinter. Die Frage ist, wie groß ist der Rückstand? Haben sie dann auch eine Chance, Real mitzufighten hier um den Etappensieg auf der Franz Josef Höhe? Das ist Macado, der Portugiese Thiago Macado. Der fünfte der Gesamtwertung. Maurice Possoni vom Sky Team, der vierte. Und der Spanier Matte, der keine Rolle spielt, der weit zurückliegt. Aber der Rückstand doch noch relativ groß. Dieser Gruppe mit Matthias Brändle. Auch Reto Hollenstein, der Schweizer vom Team Vorarlberg, ist hier mit dabei. Aber die zweite Gruppe, die hat schon sich Kontakt jetzt hier in dieser Kurve zur Spitze. Der Portugiese hat hier wirklich den Turbo gezündet. Und oben, wir sehen die dunklen Wolken, aber einer wird heute strahlen können oben auf der Franz-Josefs-Höhe als Glocknerkönig 2010. Matte eigentlich stark, dass er sich hier halten kann im Feld der Klasse-Bergfahrer. Da haben wir auch Matthew Bushi wieder mit dabei, den US-Amerikaner im roten Trikot, der gestern auch im Finale stark war. Groß noch der Rückstand für Denifl und Brändle. Ja, die haben jetzt doch etwas an Zeit hier eingebüßt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt wirklich der Fahrt fast jeder für sich selber. Deswegen auch die Zeitrückstände, deswegen auch kleine Gruppen. Und ich nehme an, dass hier auf den letzten Kern herauf zur Kaiser Franz Josef Höhe sich noch einiges tun wird. Wir kommen dann vorbei am Panorama-Restaurant. Ich nehme nicht an, dass Ricardo Rico heute nicht noch einmal versuchen wird, hier seine Konkurrenten noch einmal zu deklassieren. Bardia und Sella aktiver in dieser Gruppe jetzt. Rico Ovechkin sind auf den letzten 5 Kilometern und auf den letzten 3 Kilometern gibt es dann noch die ganz steilen Stücke. Herr Sinkiewicz, der muss jetzt komplett reißen lassen. Ist ja lange in der Spitzengruppe, vor allem war auch sehr aktiv in der Gruppe. Und der große Verlierer bisher, Ruslan Bitgorny, denn er ist dann nicht mit dabei in diesen vorderen Bereichen. Ja, fehlt noch da irgendwie in dieser Gruppe. Denn ansonsten sind alle aus den Top 13 der Gesamtwertung mit dabei, fast alle. Auch Ovechkin, der ja auf Platz 12 liegt, mit nur 3,23 Rückstand. Also das wird ein spannendes Finale. Vor allem auch gerade Stein de Volder Tempo. Ganz cool, Ricardo Rico an der Spitze. Ja, bei ihm schaut es fast mühelos aus, auch wenn ein Wiegetritt geht. Wobei man sieht, da geht es schon wieder heftig rauf. Also ich schätze mal, da wird es um die 16-17% an Steigung haben. Und wir nähern uns schon den 2000 Metern Seehöhe mit dem allerletzten Blick hier hinunter ins Mölltal. Tempo flott gemacht von Padilla. Insgesamt gibt es ja heute 1700 Höhenmeter zu überwinden, ist nicht allzu viel, aber der letzte Anstieg von Heiligenblut sind doch 1150 Meter, also das hängt sich schon schön rein. Ja, man hat diesen Anstieg, du hast es schon angesprochen, Gerd, richtig lesen müssen, nämlich diesen ersten steilen Anstieg gleich nach Heiligenblut, und das haben diese vier Mann perfekt gemacht. Wobei irgendwann geht es gar nicht mehr ums Lesen, da geht es einfach darum, was hast du nicht noch drin in den Beinen, was ist noch möglich, wie hast du die letzten Tage auch verkraftet, das ist ja genauso eine Frage, die viele trifft, nämlich auch die Regeneration zwischen den Etappen ist ja ganz, ganz wichtig. Sie in den Rückstand der ersten Verfolgergruppe noch relativ groß, zu stark vorne noch die vier Mann an der Spitze. Und es gibt ja auch Fahrer, die einfach
deren Qualität es ist, zwischen den Etappen sehr gut zu regenerieren, sich für den nächsten Tag wieder zu erholen. Und dann gibt es eben Fahrer, die das schlechter verkraften und die haben dann immer wieder auch einen Einbruch in so einer längeren Rundfahrt. Auch da haben sich einige, ein Fahrrad sich da lösen können aus der großen Gruppe dahinter. Und Matthias Brändle. Ist, glaube ich, da ein bisschen zurückgefallen. Vorbei an den imposanten Wasserfällen, die hier aus den Gletscherzungen fließen. Über die Felsen der Hohen Tauern. Und der Fels bisher dieser Österreich-Tour, das ist Riccardo Ricco, der auch heute wieder einen unglaublich starken Eindruck macht im Finale dieser Etappe. Vorne Padilla, vor Sella jetzt. Ja, und da sieht man jetzt schon hinauf auf die Kaiser-Franz-Joses-Höhe. Ganz links am Ende der Straße oben, das ist das Haus. Und Matthias Brändle hat wirklich da den Anschluss jetzt verloren. Matthias, beiß rein, beiß rein. Bei den Autos aus der dritten Gruppe zurückgefallen. Beiß rein, bleib an der Gruppe dran. Stijn de Volder, auch jetzt hinten am Feld, an dieser Verfolgergruppe. Stefan Denifl, also unsere letzte Hoffnung hier in diesem Tourfinale. Ja, er zahlt jetzt natürlich Tribut für die lange Fluchtgruppe, hat natürlich auch in der Fluchtgruppe mitgearbeitet, weil die große Chance natürlich schon gewesen wäre, mit mehr Vorsprung hier hereinzukommen. Aber jetzt zahlt er den Preis dafür. Ein Hauch des Mont Ventoux, wenn wir diese Bilder so sehen. Sie sind bei der Österreich-Rundfahrt mit dem Blick auf das Restaurant und auf die Schutzhütte, die 1905 schon erbaut wurde, hier auf der Franz-Josefs-Höhe. Jetzt schauen wir Riccardo Ricco, der noch kein einziges Mal die Nase in den Wind gesteckt hat. Ja, jetzt sprintet er da hier ans Hinterrad von Sella. Alles mühelos. Padilla. Ja. Padilla. Padilla ist jetzt momentan am Ziel vorne. Schauen wir, ob sein Teamkollege Seller hier das Tempo halten kann. Seller hat ein bisschen den Kontakt verloren. Ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Und auch die zweite Gruppe kommt nicht näher von Macado. Ja. Wir sehen hier schön den Blick nach vor. Bitte natürlich das auch immer zu sehen, zu spüren. Macado versucht alles. Bossoni aber nur an seinem Hinterrad. Er muss alleine fahren. Und ja, Matthias Brändle kämpft sich da, beißt sich da wieder heran. Auch mit dem jungen Mann wir sind wieder bei der Spitze. Ovechkin könnte natürlich der Nutznießer sein einer möglichen Taktik oder eines möglichen Geplänkels fürs Gesamtklassement jetzt in dieser Gruppe. Er hat sie jetzt ganz gut erfangen, aber ich bin immer gespannt. Riccardo Ricco, der hat jetzt noch kein einziges Mal in dieser Etappe die Nase in den Wind gesteckt. Das heißt, er hat sich sehr geschont und man sieht an seinem Stil, er ist immer noch gut beieinander und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach jetzt versucht, nur mit den Vieren hochzufahren. Irgendwann wird jetzt die Attacke irgendwann mal erfolgen. Am Nassfeld Stausee vorbei, wir haben den Stausee gerade gesehen. Sella hinten jetzt in einem sehr unruhigen Stil. Ja, aber immer wieder mit dem Oberkörper rechts und links. Gewohnter unruhiger Stil. Erinnert mich fast an die Aufnahmen von vorher von Walter Eibecker, der einen ähnlichen Stil hatte, der mit dem Oberkörper von links nach rechts. Kostet natürlich schon Kraft, wenn man mit dem Oberkörper so viel. Und das ist vom KTM-Team der Slowene Gazovoda. Er hat sich auch hineingekämpft in diese starke Gruppe. Und die schließt jetzt schon auf. Ist vor dem Start an 31. Gesamtplatz gelegen. Also er wird sich heute sicher auch verbessern. Auch ein schöner Erfolg für das österreichische Team. Reto Hollenstein vorne vom Team Vorarlberg. Und ebenfalls mit dabei Igor Silin, der gestern auch lange vorne in der Spitzengruppe mit dabei war. Vorne die zurückgefallenen, der zurückgefallene Sinkewitz und Stefan Denifl, der sich schon ein bisschen hat absetzen können vorne. Das ist Wladimir Gusev, der wieder versucht, ein bisschen nach vorzukommen. Der fährt jetzt zur zweiten Gruppe. Fährt zur zweiten Gruppe hin. Das ist schon die Gruppe mit Macado und Bossoni. Ja. Matte mit dabei. Da geht es also um die Top-10-Plätze der heutigen Etappe. Wir sind wieder bei der Spitze. Es warten noch die letzten drei engen Kehren. Kurze Abfahrt noch, bis ein bisschen Tempo aufnehmen. Jetzt geht es noch ein Stück flach dahin, da bei diesem Parkplatz vorbei, der wahrscheinlich bei schönem Wetter bummvoll sein wird. Ja, aber auch sehr viele Leute hier schon zu uns ins Ziel gekommen, haben sich hier wirklich bei frostigen Temperaturen mit den Winterjacken heraufgekämpft. 3 Kilometer noch bis ins Ziel.
jetzt beginnt der letzte wirklich heftige Anstieg. Also da geht es dann am Schluss noch mal richtig hinein. Jetzt noch ein bisschen flach, aber dann nach dieser Kurve fängt es sich an steiler zu werden. Also Neigungswinkel permanent ansteigend. Ja, und Gusev, natürlich kein schlechter Zeitfahrer für seine Bergqualitäten, ein guter Zeitfahrer. Er hat jetzt versucht, dieses kleine Flachstück auszunutzen, um mit Tempo jetzt da heranzurollen an die zweite Gruppe. In der Hoffnung, dass vorne irgendwas passiert. Aber ja, wir warten irgendwie noch auf die Zündung, glaube ich, auch von Rico. Das tolle Panorama. Wir sind auf über 2000 Meter schon. Der Pfandl-Schartenbach schießt neben den Rennfahrern bald bei Kehre 1 durch. Die Gruppe noch relativ weit zurück hier, die Gruppe mit Stijn de Volder. Großer Rückstand noch. Und da vorne sehen Sie die beiden abgerissenen, schon ausgerissenen Fahrer aus dieser Gruppe. Seller wieder mit seinem unverkennbaren Stil an der Spitze. Noch 2 Kilometer. Wir sind schon in Kehre 1 auf 2200 Meter Seehöhe. Also da geht es natürlich auch jetzt, dass sie versuchen, den Abstand zu Gusev aufrechtzuerhalten. Die beiden wissen natürlich, auch Gusev ein guter Zeitfahrer, selbst wenn er am Start noch an achter Stelle gelegen ist. Aber sehen wir hier vielleicht auch ein Sprintfinale. Jetzt hier auf der Franz-Josefs-Höhe. Seller, Padilla, Rico und die zweite Gruppe. Gusev hat schon aufgeschlossen auf die Gruppe mit Macado, Bossoni und Matte. Geht es also um die Positionen ab Rang 4. Er kämpft sich ran. Meter noch bis ins Ziel und die vier noch immer beisammen. Es sind immer noch 123 Meter Höhenunterschied, also die letzten 123, die es noch einmal richtig in sich haben. Der herrliche Blick über die Stauseen. Dann gibt es noch eine kleine Tunnelpassage, einer Lawinenverbauung und dann gleich das Ziel. Nur noch 500 Meter dann bis ins Etappenziel. Und Gusev schließt auf die zweite Verfolgergruppe. Und wo ist die nächste Gruppe? Und da ist Stefan Denifel, der noch kämpft um einen Top-10-Platz in dieser Etappe und natürlich um den Rückstand auf die Gesamtführenden, um noch in der Gesamtwertung dran zu bleiben. Da haben wir ihn gemeinsam mit Ruslan Pitgorny. Ja, Pitgorny bisher der Verlierer dieser Etappe, denn seine Kontrahenten in der Gesamtwertung, die sind alle weiter vorne. Ja, also war gestern ein schönes Rennen gefahren und er hat natürlich sehr gute Zeitfahrqualitäten. Ja, könnte sich da ruhig so wahrscheinlich ein paar Minuten verlängern. Und da ist Rico schon weggegangen. Rico mit der Attacke vor Seller und Padilla zerreißt diese Spitzengruppe und die Entscheidung dieser Etappe. Hat der wieder angezogen? In seinem gewohnten, lockeren Tritt, hat irgendwie bei ihm den Anschein, ein großes Talent, nicht sehr beliebt. Und wenn er ein bisschen, und da muss jetzt, ich hoffe, dem jetzt nicht zu weit raus, ein bisschen mehr im Kopf hätte, der hätte das Zeug zu einem wirklich ganz großen Radfahrer gehabt, aber hat es auf den Kopf nicht umgesetzt. Und Talent alleine ist oft zu wenig im Radsport. Du musst natürlich auch die Intelligenz mitbringen, um es auch dann wirklich umzusetzen. Wie auf dem Kitzbühelhorn, mit einem Kick, mit einem kurzen Armkick, fährt er hier zur Vorentscheidung. Wir sind schon bei der 1000-Meter-Marke und Seller und Padilla können einfach nicht mehr mit. Man merkt aber jetzt natürlich auch aus seinem Tritt, er fährt genauso am Limit, auch am Kitzbühler Horn hat es relativ locker ausgehabt, geht aus dem Sattel, versucht durch diesen Rhythmuswechsel auch andere Muskulatur einzusetzen. Und er weiß natürlich, jede Sekunde, die er hier herausschindet, die kann er dann natürlich auch im Zeitfahren als Polster verwenden. Hier der entscheidende Antritt von Ricardo Rico. Ja, und Seller hat noch kurz versucht, ans Hinterrad zu gehen, aber hat es einfach nicht geschafft. Die beiden haben natürlich jetzt sehr vorne sehr viel Führungsarbeit geleistet. War aber auch vorauszusehen, dass wenn Ricardo Rico angreift, sie mit dieser vielen Führungsarbeit, mit dieser Substanz, die sie am Boden gelassen haben, nicht mithalten können.
Wieder perfekte Mannschaftsarbeit, auch der Keramikermannschaft auf der gesamten Etappe. Und Ricardo Rico wird hier sicher auch den Vorsprung in der Gesamtwertung auf alle Kontrahenten vergrößern können. Also da muss das Zeitfahren für die Kontrahenten schon einiges an Zeit bringen. So eindrucksvoll wie er in den Bergen hier auf den Spuren von Michael Albasini, der war es im Vorjahr, der hier in den Bergen dominiert hat, unterwegs ist. Nach dieser Attacke hier. Wir schauen natürlich auf die Verfolger, erst zur 1000 Meter Marke unterwegs. Die Gruppe jetzt mit Makado, Gusev hat aufgeschlossen, Possoni und Mate. Und dahinter in der nächsten Gruppe hoffen wir natürlich, dass Stefan Denifl auch ein bisschen näher kommt jetzt. Und schauen natürlich auch auf den Zeitvorsprung. Die Attacke von Rico, Gott sei Dank für den Stefan, relativ spät. Etappenschnitt, auch der kann sich sehen lassen. Wir sind da ja, etwas über 40 Kilometer pro Stunde, bisher über 3,5 Stunden die Fahrer unterwegs. Die letzten 1000 Meter sind hier natürlich 1000 schwierige Meter. Und Ricardo Rico, er wird gleich rauskommen. Auch in den Tunnel angefeiert, in Giro-Manier von hunderten Fans hier auf der Franz-Josef-Höhe. Und wie 1971 beim Giro gibt es also heute hier einen italienischen Sieg durch Ricardo Rico. Denn die Spanier und der Italiener Sella und Bardia haben keine Chance mehr im Finale. Aber man merkt natürlich jetzt ganz deutlich der Unterschied zu vorher, wo er sich geschont hat. Und jetzt gibt er wirklich alles. Jetzt zählt für ihn jede Sekunde, die er noch herausschinden kann gegenüber den Konkurrenten. Es geht nur noch ganz flach dahin jetzt auf den Parkplatz hier des Alpenhauses auf der Franz-Josef-Höhe. Und nach Kaiser Franz Josef heißt der Glockner Kaiser im Jahr 2010 Ricardo Rico schon auf der Einfahrt bei der 500-Meter-Marke. Keine Spur von Sella und Bardia und auch von Gusev. Die Solofahrt auf den letzten Metern, wie schon am Kitzbühelhahn am Montag. Auch heute hier haben wir die Verfolger Sella und Bardia, die gut zusammengearbeitet haben, aber dann gegen die Übermacht des Ricardo Rico in diesem Tourfinale einfach nichts mehr entgegensetzen konnten. 200 Meter noch für die Cobra. Fast das Déjà-vu vom Kitzbühelhahn. Damals schon zu Beginn des Anstiegs, heute auf den letzten Kilometern. Ricardo Rico. Ja, und er fährt sogar nach Sprint. Er sprintet hier um jede Sekunde. Es geht um die Gesamtwertung. Nicht ins Parkhaus abbiegen, Ricardo, sondern zu deinem zweiten Sieg bei der Österreich-Rundfahrt. Der Sieg, der Glocknerkönig 2010 und der Mann in Gelb bleibt weiter, Ricardo Rico. Wir schauen natürlich jetzt auf die Zeitrückstände. Er hatte 57 Sekunden auf Sella vor der heutigen Etappe. Und er hat denen einiges rausgequetscht. Schau mal, was der da rausgeholt hat. Die sind noch immer nicht bei der, sind ja schon bei der 500-Meter-Marke vorbei. Ja, das sind jetzt schon, das ist glaube ich schon die Kurve danach. Da kommen sie schon. Aber trotzdem, auf den letzten 1,5 Kilometern. Genau, das habe ich mir gedacht, dass da jemand vielleicht falsch einbiegt. Auch das wieder wertvolle Sekunden. Parkhaus nicht für Fahrräder, sondern nur für Autos hier auf der Franz-Josef-Höhe. Und wieder ein paar Sekunden weg. 41 Sekunden Rückstand, also wir sind bei etwa 1,30 jetzt für Sella und Bardia in der Gesamtwertung auf den Plätzen 2 und 3. Possoni und Makado kommen als nächstes, da wird sich vermutlich auch nichts ändern. Gusev hat die stehen lassen. Kann ein bisschen aufholen in der Gesamtwertung. Hatte 2,47 Rückstand. Possoni und Makado. Aber die hatten doch eine Minute Vorsprung. Und so entspannt kann auch ein Sieger aussehen. Schauen Sie sich den Mann an. Der war 3,5 Stunden jetzt im Sattel. Das ist wirklich kein Gramm zu viel an diesem Körper. Jetzt geht's natürlich schnell umzuziehen, schnell den Schweiß abzuwischen. Es ist sehr frisch da herum und es geht ja noch einige Tage weiter. Also eine Erkältung wäre da absolut kontraproduktiv. Ja, und die drei fahren natürlich auch jetzt hier dem Ziel entgegen. Es geht um Platz 5 jetzt. Makado. Da wird es natürlich noch einen Sprint geben. Mate, der Weiße, und Possoni, der Mann vom Sky Team. Es geht um Platz 5, wie gesagt, aber der Rückstand doch schon relativ groß. Wir werden in der Gesamtwertung nichts gut machen. Ja, das sehen wir auch an ihren Gesichtern beim Zieleinlauf.
Mathe, also fünfter, sechster Bosoni. Ja, da hinten geht es jetzt größtenteils nur noch um Schadensbegrenzung. Und das ist Ovechkin, der auch jetzt natürlich auf den letzten Metern noch deutlich zurückgefallen ist. Und wir warten natürlich auch auf den besten Österreicher dieser Etappe. Das ist der Da ist Stefan Denifel, der auch heute wieder wie am Kitzbühelhorn bester Österreicher dieser Etappe wird. 2 Minuten 35 in etwa, wenn ich die Zeit da richtig sehe, auf dem Zieltransparent der Rückstand. Und damit verliert er natürlich in der Gesamtwertung einiges. Da liegen wir jetzt schon bei über 5 Minuten. Rückstand für Stefan Denifel. Gesamtwertung da Russland Pete Gorny, der ebenfalls damit seinen Spitzenplatz verliert, auch schon über 5 Minuten Rückstand hat. Tocznik. Das ist der Slowene Stijn de Volder, der ins Ziel kommt mit 3 Minuten Rückstand. Das ist Gats Voda vom KTM-Team. Ja, man sieht, wie sich das Ganze jetzt hier auf den letzten Kehren wirklich noch auseinandergezogen hat. Und da kommt Matthias Brändle, ja, der viel Kraft gelassen hat, sicher durch diese Flucht, auch ja, mit einem Rückstand von fast 3,5 Minuten. Das ist ganz klar, da hat er sehr viel Kraft verschlissen. Und hat also jetzt schon über 7 Minuten in der Gesamtwertung Rückstand auf Riccardo Ricco. Der Bore Fabio, der Italiener. Ein bisschen unglücklich dieser Zieleinlauf, wir haben es gesehen auch jetzt mit den Fahrern, die ja beinahe ins Parkhaus gefahren wären, aber es gibt hier nicht mehr Platz, die Straße führt nur hier herauf, man hat hier größte Probleme auch das Ziel aufzubauen. Ja, wobei normalerweise darfst du das nicht übersehen, das ist das transparent, also das ist schon sehr unglücklich. Wobei, du musst natürlich auch wissen, die Fahrer sind am Limit, sie sind leer, konzentrieren sich noch wirklich alles zu geben, schauen vielleicht nicht wirklich weit nach vor, aber normalerweise siehst du schon, wo das Ziel transparent hängt und dem sollte es im Prinzip entgehen. Fahren. Sehen wir noch einmal den Zieleinlauf von Riccardo Ricco, der da wirklich auf den letzten Metern noch gesprintet ist. Der fährt den Sprint, da geht es um jede Sekunde. Der weiß natürlich, dass jede Sekunde. Wir sehen es hier noch einmal, der Herr im orangenen Anzug versucht natürlich die Betreuer und die Begleitfahrzeuge möglichst schnell reinzubringen, damit die Radfahrer ins Ziel fahren können. Aber er hat den richtigen Weg gefunden. Den Weg zum Glocknerkönig auf der Franz-Josefs-Höhe am Rande der Pasterze. Wird empfangen von hunderten Fotografen und Journalisten. Und hier haben wir Stefan Denifel. Ja, offensichtlich nicht sehr zufrieden mit seiner Leistung. Ja. Das aber das ist für den Stefan jetzt vielleicht die Möglichkeit, mit seinem Zeitrückstand, den er jetzt hat, doch noch in der einen oder anderen Fluchtgruppe, weil jetzt ist er nicht mehr so interessant für ein Gesamter und möglicherweise gelingt es ihm jetzt noch in eine Fluchtgruppe zu kommen und eine Etappe zu gewinnen. Aber es wird natürlich schwierig, weil die Frage ist natürlich auch, ob die Tour schon wirklich vorentschieden ist dadurch, wenn wir uns die Rückstände gerade auch von den guten Zeitfahrern anschauen. Gusev und Picorni auch natürlich schon relativ weit zurück. Also wenn er jetzt nicht einen gewaltig großen Fehler macht, dann dürfte da nicht mehr allzu viel passieren. Aber es ist natürlich noch schwer. Es gibt eine 230-Etappe nach Laxenburg, nach Niederösterreich. Ganz fair gemacht übrigens hier vom Camoro-Fahrer, der den Kollegen noch vorgelassen hat, weil er eben falsch abgebogen ist, damit sie auch wirklich richtig dann, also richtig von den Platzierungen her, ins Ziel kommen. Wobei das hat jetzt auch nicht mehr viel gebracht, da das aufeinander warten. Herrlicher Flug über die Pasterze in High Definition für Sie vom Dach der Tour vom höchsten Berg Österreichs. Spannendes Finale dieser Königsetappe und das wirklich bis zum letzten Meter. Sella und Padilla sehen wir noch einmal. Ja, das ist natürlich ganz deutlich. Der schaut am Boden, die konzentrieren sich und er ist da irritiert. Normalerweise, du müsstest von da müsstest das Ziel sehen. Und das war eigentlich Sella, der am Hinterrad von Padilla den falschen Weg genommen hat. Wer hätte sich an seinen Teamkollegen Padilla gehalten, wäre er gerade ins Ziel reingefahren. Also da kann man jetzt nicht wirklich irgendjemandem einen Vorwurf machen. Sehen wir schön noch einmal in der Übersicht auch dieses Parkhaus, das man hier für die Besucher gebaut hat. Für die Besucher, die nicht so sportlich mit dem Fahrrad hier herauffahren auf 2323 Meter Seehöhe. Damit sind wir um knapp 100 Meter niedriger übrigens als das Fuschertörl, bei dem ja bei den normalen Glocknerüberfahrten der König gekürt wird. Das inoffizielle Ergebnis dieser Etappe. Riccardo Ricco, also vor Sergio Padilla und Emanuele Sella. Ovechkin mit Platz 4.
Gusev also schon mit großem Rückstand und 2 Minuten 30 Rückstand für Stefan Denifel, der damit weiter Boden in der Gesamtwertung verliert. Ebenfalls zurückgefallen Matthias Brändle, der in etwa 3 Minuten 20 verliert.